Affen sind entfernte Verwandte der Menschen. Wir teilen 99% der DNA, daher ist es keine Überraschung, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben. Aber ihr unberechenbares Verhalten, ihre enorme Stärke und ihr Bedürfnis nach Hierarchie bedeuten, dass man sie nicht als Haustiere halten sollte. Schimpansen sind als Babys sehr verspielt und liebevoll, ähnlich wie Welpen. Sobald sie jedoch ein reifes Alter erreichen, etwa 5 Jahre alt, können sich die Dinge schnell ändern. Viele gefangene Schimpansen haben sich gegen ihre Besitzer gewandt, was manchmal zu lebensverändernden Angriffen führte, einschließlich Gesichtsverletzungen, Verlust von Gliedmaßen und in einigen Fällen sogar Verlust des Sehvermögens. Trotz des schockierenden Angriffs von Travis, einem zahmen Schimpansen, hat Charla Nash überlebt. Heute schauen wir uns einige der schlimmsten Affenangriffe an und zeigen dir, wie du sie überleben kannst. Wir werden auch herausfinden, was Travis den Schimpansen letztendlich zum Durchdrehen brachte. Warum sollte man einem Gorilla niemals in die Augen schauen? Und was tun, wenn man von einer Affenbande angegriffen wird? Sandra Harold aus Connecticut kaufte Travis den Schimpansen für $50.000, als er gerade 3 Tage alt war. Vom ersten Tag an, als Sandra ihn nach Hause brachte, behandelte sie ihn wie ein Neugeborenes. Sie fütterte ihn mit Milch aus einer Flasche, legte ihn für Nickerchen hin, putzte seine Zähne und zog ihn sogar an. Schließlich entwickelte Travis eine Unabhängigkeit wie ein kleines Kind. Er öffnete Schränke, um sich Snacks zu holen, und schloss sogar Türen mit Schlüsseln auf. Wie Menschen haben Schimpansen ein ausgeprägtes Gedächtnis und sind in der Lage, zwischen guten und schlechten Entscheidungen zu unterscheiden. Aber manchmal gewinnt der natürliche Instinkt über die Logik. Physisch sind sie sehr unterschiedlich zu uns. Aufrecht stehend kann ein Schimpanse bis zu 1,7 Meter groß werden und 70 Kilogramm wiegen. Im ausgewachsenen Zustand besitzen sie die 5-fache Kraft eines Menschen. Sie wissen sich auch zu wehren, wenn sie bedrängt werden, so wie Travis es tat, als er 8 Jahre alt war. Eines Abends, während einer Autofahrt, schleuderte ein Fußgänger eine Limonadendose in den hinteren Teil des Autos, in dem Travis saß. Daraufhin schnallte er sich ab und sprang in wütender Rage aus dem Auto, um den Übeltäter zu verfolgen. Dies war der erste von 2 Vorfällen. Der zweite Vorfall war für alle Beteiligten wesentlich schwerwiegender. Im Februar 2009 verhielt sich Travis unruhiger als gewöhnlich, möglicherweise aufgrund der Auswirkungen der Lyme-Borreliose, gegen die er zu dieser Zeit behandelt wurde. Sandra entschied sich, ihm ein Xanax zu geben, um ihn zu beruhigen, aber das reichte nicht aus. Als ausgewachsener Affe, der über 100 Kilogramm wog, mehr als das durchschnittliche Gewicht eines Schimpansen, da er in Gefangenschaft lebte, war Travis nun sehr stark und schwer zu kontrollieren. Sandra rief ihre Freundin Charla Nash, um Travis' Nerven zu beruhigen. Doch als Charla ankam, nahm die Situation eine dunkle Wendung. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Travis in Sandras Vorgarten und lief zwischen ihren Autos umher, bis er Charla sah. Warum es geschah, ist unklar, doch Travis stürmte auf sie, schlug sie gegen ihr Auto und schleuderte sie zu Boden. In einem Wutanfall begann Travis, Charla anzugreifen. Sandra griff nach einer Schaufel und versuchte, sich zu verteidigen. Aber das hielt ihn nicht auf. Während Travis Charla weiter angriff, rannte Sandra ins Haus und holte ein Fleischermesser. Zitternd vor Angst stach sie mehrmals auf Travis ein, was schließlich seine Aufmerksamkeit erregte. Danach sprang Sandra ins Auto und wählte den Notruf. Shoot him, please! I tried stabbing him and he's hurt now too. So he's gonna attack anybody. I can't get out of this car. Als die Polizei eintraf, rannte Travis zum Streifenwagen und öffnete die Tür. Der Beamte versuchte, seine Waffe zu ziehen, während Travis ihn anstarrte und seine Zähne zeigte. The chimpanzee's mouth and upper area of his body was coated with blood, and the officer was left with no alternative but to pull his sidearm, and he shot the chimpanzee numerous times rapidly at a very, very close distance. Charla wurde leblos auf dem Vorgarten gefunden, leider durch den Angriff entstellt. In den nächsten Tagen unterzog sich Charla über 7 Stunden lang Operationen an ihrem Gesicht und ihren Händen. Es erforderte ein Team von 4 Chirurgen, von denen einige anschließend psychologische Unterstützung benötigten, um das Erlebte zu verarbeiten. Leider verlor Charla ihr Augenlicht, nachdem sie sich nach dem Angriff eine Infektion von Travis eingefangen hatte. Schimpansen sind unglaublich stark, dank ihrer schnell zuckenden Muskelfasern, die bei Menschen fehlen. Das erleichtert ihnen das schnelle Klettern.
Außerdem haben sie scharfe und kräftige Bisse. Halte immer Abstand. Wenn ein Schimpanse angreift, ist es am besten, ihn zu erstechen oder zu erschießen. Wenn das nicht geht, versuche, den Schimpansen vom Beißen abzuhalten. Stecke ihm dein Hemd oder Kleidungsstück in den Mund und trete ihn von dir weg. Tue alles, was nötig ist. Natürlich ist mein Rat ganz anders, wenn du von einer Gruppe Schimpansen angegriffen wirst. Doch dazu kommen wir gleich noch. You know, many people around the world want to get a picture of you. You're aware of that, right? Trotz ihrer schweren Verletzungen überlebte Schala den Angriff glücklicherweise. Einige Jahre nach dem Angriff musste Schala weitere Operationen durchführen lassen, um beide Hände ersetzen zu lassen und sich einer Gesichtstransplantation zu unterziehen. Obwohl ihr Körper die Hände abwies, war die Gesichtstransplantation erfolgreich. Schala sieht den Rückschlag nicht negativ. Sie bleibt positiv, trotz allem, was sie durchgemacht hat. I've come a long way. I never thought I'd do it like this. I'm ready. I wanna ride horses again. Seit dem Angriff bemüht sich Schala, ihr Leben selbstständig zu führen und setzt sich für Gesetze ein, die das Halten von Primaten als Haustiere reglementieren. Ein Schimpansenangriff kann jedem überall passieren. Obwohl sie in vielen US-Bundesstaaten bereits verboten sind, sollten ihr schnelles Wachstum und ihre Unberechenbarkeit ebenfalls jeden davon abhalten, einen als Haustier zu halten. Unser nächstes Opfer versuchte lediglich, mehr über sie herauszufinden, bevor er den größten Albtraum seines Lebens erlebte. It was horrific. It was by far the worst animal attack I've ever seen. You just shouldn't be here anymore after all of that. Andrew Oberle war stets fasziniert von Schimpansen und entschied sich, sein Leben ihrer Erforschung zu widmen. Er schrieb seine Masterarbeit über Schimpansen-Werkzeuggebrauch und ging nach Südafrika, um am Jane Goodall Institute zu forschen. Auch bekannt als Chimp Eden, ist es das erste und einzige Schimpansenschutzgebiet in Südafrika. Trotz Andrews Annahme, er habe eine Verbindung zu den Schimpansen, war dies nicht der Fall. Schimpansen bewegen sich oft in Gruppen und greifen gelegentlich benachbarte Schimpansen an, um Land, Ressourcen oder Paarungspartner zu übernehmen. Sie sind sehr territorial und greifen andere Tiere, einschließlich Menschen an, wenn diese ihrem Revier zu nahe kommen. Während er eine Führung leitete, betrat Andrew einen abgesperrten Bereich und überquerte einen der beiden Zäune, die die Tiere von der Öffentlichkeit trennen. Zwei erwachsene männliche Schimpansen wurden offensichtlich wütend, packten Oberle und zogen ihn halb unter die Barriere, während er verzweifelt versuchte, sich zu wehren. Die Tiere schoben Oberle vom Zaun weg und nutzten die Öffnung, um zu entkommen. Doch der Angriff endete damit nicht. Nach der Flucht zogen die Schimpansen Andrew 30 Meter in einen öffentlichen Bereich und setzten ihren Angriff fort. Sie bissen und zerrten ihn auseinander. Andrew wurde nur durch das Eingreifen eines Mitarbeiters gerettet, der einen der Schimpansen erschoss, woraufhin beide Tiere in ihr Gehege zurückkehrten. Andrew kam ins Krankenhaus, wo er 6 Stunden operiert wurde. Leider war er von Kopf bis Fuß entstellt. Es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Andrew wurde in ein künstliches Koma versetzt und hatte in 2 Wochen 26 Operationen. I remember waking up in the hospital in South Africa, kind of looking up and opening my eyes, and I saw my mom and my dad just kind of leaning over the bed, kind of with big wide eyes. Die Ärzte mussten Andrews Nase rekonstruieren und Prothesen für seine Hand und sein Bein anfertigen, da diese zu stark beschädigt waren. Nach einem langen Rehabilitationsprozess ist Andrew vollständig genesen und hat sich seitdem hervorragend entwickelt. Im Jahr 2015 half er, das Oberle-Institut an der St. Louis University zu gründen. Ein Programm zur Traumabehandlung, das Opfern hilft, sich zu erholen. Er schloss zudem seinen Master ab und erwarb einen weiteren Abschluss im Gesundheitsmanagement. Und dabei blieb es nicht. Andrew fand die große Liebe, heiratete und bekam 2 Töchter. 2021 absolvierte er nach über 10 Jahren seinen ersten Marathon. Es steht fest, dass er so schnell nicht langsamer machen wird. Solltest du jemals in einen Angriff geraten, der dem von Andrew ähnelt, wäre es vielleicht ratsam, ein Gebet zu sprechen. Schon der Angriff eines einzelnen Schimpansen zu überleben, ist eine Herausforderung. Wenn dich eine Gruppe von ihnen angreift, sind deine Überlebenschancen gleich null. Der einzige Rat, den ich dir geben kann, ist, niemals einer Gruppe von Schimpansen zu nahe zu kommen. Sie werden keine Probleme haben, sich zu verteidigen, wenn sie sich bedroht fühlen. Viel Glück!
Schimpansen sind sehr gefährlich, aber stell dir vor, von einem Gorilla angegriffen zu werden. Silberrücken-Gorillas sind die größten Menschenaffen, wiegen im Schnitt 195 Kilo und sind 1,5 Meter groß. Und wie Schimpansen sollte man sich nicht mit ihnen anlegen. Die 57-jährige Niederländerin Petronella Yvonne de Horde erlebte dies am eigenen Leib. Als regelmäßige Besucherin des Rotterdamer Zoos baute sie eine enge Beziehung zu einem großen Gorilla namens Boquito auf. Oder so dachte sie jedenfalls. Sie verfügte sogar über Bilder und Videos von dem Gorilla aus dem Zoo in Deutschland, wo er im Alter von 4 Monaten lebte, bevor er in die Niederlande verlegt wurde. Yesterday, the gorilla turned Blydorp Zoo upside down when he escaped. A woman, seriously injured by Boquito, has been released from intensive care. Ihr erster Fehler war, dem 180 Kilo schweren 11-jährigen Gorilla direkt in die Augen zu sehen. Das ist ein Rezept für eine Katastrophe. Denn Gorillas, insbesondere Männchen, legen großen Wert auf soziale Hierarchie. Wenn du einem von ihnen in die Augen schaust, forderst du ihn zum Kampf heraus. Aufgrund ihrer Größe ist es keine Überraschung, dass Gorillas so stark sind. Sie können das 10-fache ihres Gewichts heben, was bei Boquito etwa 1800 Kilo bedeutet. Um das Ganze abzurunden, haben sie messerscharfe Eckzähne und eine Beißkraft von 1300 PSI. Das ist stärker als ein Eisbär. Apropos Zähne, laut Petronella lächelte sie Boquito an und er erwiderte ihr Lächeln. Oder doch nicht? Laut Experten hat er nicht gelächelt, sondern seine Zähne als Drohung gezeigt. Am Tag des Angriffs berichteten Quellen, dass Kinder Steine auf den Gorilla warfen, was ihn möglicherweise wütend gemacht haben könnte. Anstatt sich an den Kindern zu rächen, wollte er Petronella zeigen, wer das Sagen hat. Sie stand bei den kleinen Affen im Afrika-Bereich, als sie ein Geräusch hinter sich hörte. Als sie sich umdrehte, war da Boquito. Da er keinen Ausweg sah, umklammerte er sie, setzte sich mit seinem vollen Gewicht auf sie und begann, sie zu beißen. Es ist unklar, wie Boquito aus seinem Gehege entkam, da er von einem 4 Meter breiten Wassergraben umgeben war und Gorillas nicht schwimmen können. Experten glauben, er sprang entweder über das Wasser oder schwamm und kletterte die Wand hoch. Während Boquito Petronella zerrte und biss, suchten andere Zoobesucher Schutz in einem nahegelegenen Restaurant. Leider brach Boquito ins Restaurant ein und verletzte 3 weitere Personen, bevor er betäubt und zurückgebracht wurde. Von allen Verletzten hat es Petronella am schlimmsten getroffen. Boquito hinterließ bei ihr schwere Bisswunden, einen gebrochenen Arm und ein gebrochenes Handgelenk. Falls es noch nicht klar genug ist, vermeide den Blickkontakt mit Gorillas. Wenn sie ihre Zähne zeigen, versuche ihnen zu signalisieren, dass du keine Gefahr darstellst. Gehe so tief wie möglich in die Hocke und ziehe dich langsam zurück, auch wenn sie auf dich zurasen. Wie Lil Jon sagen würde, get low. Das lässt dich unterwürfig und unbedrohlich wirken. Gut, wir wissen also, wie gefährlich Gorillas und Schimpansen sein können. Aber was ist mit Orang-Utans? Nun, sie sind bei weitem nicht so gefährlich oder stark. Aber wenn es darum geht, in den sozialen Medien viral zu gehen, können sie definitiv hilfreich sein. So erging es Hassan al-Arafan, einem 19-Jährigen, der online berühmt werden wollte. Und er bekam, was er wollte. Nur nicht auf die Weise, wie er es erwartet hatte. Im Vergleich zu anderen Affen sind Orang-Utans nicht so geneigt, Menschen anzugreifen. Aber unter den richtigen Umständen werden sie versuchen, dich festzuhalten. Und das wäre nicht lustig. Mit ihren langen Armen und der Fähigkeit, mit Händen und Füßen zu greifen, haben Orang-Utans eine enorme Griffkraft von bis zu 270 Kilogramm. Sie haben sehr scharfe Zähne und mit einer Beißkraft von 575 PSI fressen sie regelmäßig Baumrinde und Nüsse. Stell dir vor, was sie mit deinem Gewebe anrichten könnten. Zurück zu Hasanal. Bei einem Zoobesuch in Indonesien kletterte er über einen Zaun und provozierte den eingesperrten Affen. Und glaub mir, er bereute diese Entscheidung schnell. Das Video verbreitete sich rasend schnell auf Twitter und erreichte über 17 Millionen Aufrufe. TMZ und die New York Post berichteten darüber. Hasanal wurde freigelassen, nachdem das Zoo-Personal alarmiert wurde und es gelang, den Orang-Utan zu beruhigen. Hasanal kam glücklicherweise mit nur geringem Schaden davon. Dennoch wurde er aus dem Zoo verbannt und in den sozialen Medien mit unterschiedlichen Namen beschimpft. Es gibt anscheinend keinen einzigen dokumentierten Todesfall durch Orang-Utans. Diese Tiere meiden uns aus Angst und versuchen Abstand zu halten, was ich ihnen nicht übel nehmen kann. Aufgrund der Zerstörung ihres Lebensraums sind sie akut vom Aussterben bedroht.
Wenn du also einen in der freien Wildbahn siehst, halte dich lieber fern. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich dir nähern, aber sollte es doch passieren, halte Abstand. Falls dich einer packt, wird es nicht einfach sein, wieder freizukommen. Du wirst einiges an Kraft aufbringen müssen, um das zu schaffen. Falls es noch nicht deutlich genug ist, lass mich das klarstellen. Affen sind nicht als Haustiere geeignet. Sie sind schwer zu pflegen und können gefährliche Krankheiten wie Ebola und Affenpocken übertragen. Wenn du dich jemals in einem Gebiet mit Affen befindest, achte auf deine Umgebung, höre auf deinen lokalen Führer und vor allem stelle keinen Augenkontakt her, besonders nicht mit einem Gorilla. Diese Regeln gelten für fast jedes Tier, das man in der Wildnis antrifft. Wie zum Beispiel die anderen pelzigen Kletterer, Bären, die ebenso territorial sein können und nicht zögern, einen zu töten. Möchtest du mehr erfahren? Sieh dir unsere Liste der gefährlichsten Bären der Welt an. Du wirst überrascht sein, wie aggressiv einige von ihnen wirklich sind. Mach dir keine Sorgen. Wir zeigen dir auch, wie du solche Begegnungen möglichst sicher überstehst. Bis zum nächsten Mal bei Überleben.